Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich nutze die Location hier, ich nutze jetzt vor allem auch die Zeit nach dem Wettkampf, um mit euch schon mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und drüber zu schauen, was bis jetzt so abging, wie die Wettkampfsaison aus meiner Sicht gelaufen ist, was wir besser machen könnten, was gut lief und vorab natürlich, es ist noch nicht vorbei. Wir befinden uns jetzt in der Halbzeit. Ich habe noch zwei Wettkämpfe geplant und ich möchte jetzt einfach mit euch so ein bisschen auf die Form vom letzten Wettkampf reagieren und natürlich auch schauen, wie wir uns entwickelt haben, was wir besser hätten machen können und wie zufrieden ich natürlich generell bin. Also, viel Spaß beim Video. Ich werde dazu auch jetzt gleich im Chat mit Stefan schauen, was so die Form gemacht hat, die letzten Monate, für die es nicht wissen. Bei Stefan macht man standardgemäß 16 Wochen Diät. Das war bei uns ja auch genauso geplant. Also 1. Juni war bei uns Diätstart, da hatten wir genau 16 Wochen Zeit bis zum ersten Wettkampf, der NPC Austria. Aber dann im Prinzip nach einer Woche Diät kam ja die Blinddarm-OP rein, wo ich 2 Wochen komplett gar keinen Sport gemacht habe, im Prinzip auch gegessen habe, wie ich halt mich gerade gefühlt habe und dann 2 Wochen langsam reingegroovt bin und dann auch schon wieder mit der Diät geschaltet habe. Aber natürlich mehr Wassereinlagerung, kein intensives Training gehabt. Das heißt, das hat mich eigentlich mehr oder weniger 4 Wochen der gesamten Diät gekostet, obwohl wir eigentlich 16 gebraucht hätten, weil der Körperfettanteil war, wie man jetzt hier natürlich gleich sehen kann, jetzt nicht krass hoch, aber jetzt ja auch nicht extrem niedrig. Also es war eine ganz gute Ausgangslage, würde ich sagen, für eine Wettkampfdiät. Aber man sieht schon, dass da auf jeden Fall ein bisschen was drüber ist. Ich hatte auch, glaube ich, 112, 113 Kilo vor der OP. Nach der OP dann nur noch so 108, aber das ist halt kein Fett runtergegangen. Das erklärt vielleicht jetzt auch mein relativ tiefes Gewicht dafür, dass die Form trotzdem nicht so gut ist, wie sie schon mal auf dem Gewicht war. Also das war unsere Ausgangslage, dann gab es eben die OP. Da war ich erstmal 3 bis 4 Wochen draußen und dann ist die Form auch schon ein bisschen weitergegangen und wir haben wirklich versucht, in den letzten 12 bis 13 Wochen so gut wie alles rauszuholen, was rausgeht. Ich habe bis zuletzt 75, 60, teilweise 90 Minuten Cardio gemacht und wirklich gut Gas gegeben. Die Kalorien waren so low wie noch nie. Zuletzt war ich 2019 bei den Kalorien, wo ich jetzt gerade bin. Also da haben wir auf jeden Fall versucht, alles zu machen, um die Form nochmal hinzubiegen. Und wir wussten natürlich auch, dass für die NPC-Show auf jeden Fall nicht Bestform da sein wird, dass nicht zu 100% alles an der Form passen wird, weil wir eben diese 4 Wochen weniger haben, weil ich zum Schluss auch 2-3 Wochen krank war und dann natürlich trotzdem weiter trainieren musste, weil die Zeit eben so oder so knapp war. Das heißt, das war einfach nicht optimal, konnte man aber auch nicht anders umsetzen, weil eben, wie gesagt, die OP war unvorhergesehen und ja, Wettkampfabbruch kam für mich absolut nicht in Frage, weil ich vor allem diese Saison komplett Gas geben wollte, mich darauf fokussieren wollte, ein cooles Comeback zu haben, Spaß zu haben an der Wettkampfdiät oder an den Wettkämpfen selbst und wirklich versuchen mochte, alles rauszuholen, egal ob ich eine OP hatte oder nicht. Was ich besonders krass fand, ist so die letzte Woche vor dem allerersten Wettkampf, weil da haben wir wirklich viel weitergebracht. Hier sind jetzt zum Beispiel ein Bild, das war knapp eine Woche vom Wettkampf und dann, wenn wir uns das gleich anschauen, das Bild war im Prinzip ein Tag vom Wettkampf. Also in der einen Woche vor dem Wettkampf ging nochmal extrem viel runter und vor allem finde ich jetzt, zu dem Wettkampf haben wir uns auch nochmal sehr, sehr schön gesteigert. Wenn man sich zum Beispiel das Bild jetzt nochmal im Vergleich zu dem anderen anschaut oder auch das hier, die Konturen sind nochmal tiefer geworden. Ich bin ein bisschen praller und der Fortschritt ist auf jeden Fall zu sehen. Und wir wussten, dass wir uns von Wettkampf zu Wettkampf steigern wollen, dass es besser werden soll und dass der erste Wettkampf auf jeden Fall nicht zu 100% genailed wird. Der zweite, muss man auch sagen, war die Form jetzt auch nicht zu 100% on point. Ich sah schon mal besser aus auf der Wettkampfbühne, aber der Arsch und generell die Form ist auf jeden Fall gut vorangegangen und da haben wir auf jeden Fall einen Fortschritt hingelegt zum letzten Wettkampf und das war auch mein Anspruch und der Anspruch ist auch jetzt noch zu den nächsten Wettkämpfen weiterhin Verbesserungen hinzulegen. Also wir sind noch nicht fertig, der nächste Wettkampf ist wieder in 2 Wochen, ich habe es absichtlich in 2 Wochen Abschnitten zumindest aufgeteilt, damit wir immer eine Woche pushen können, bis wir fast eigentlich eineinhalb und dann nochmal ein bisschen Fortschritt erzielen können und dann eben nochmal die Peak Week auskosten und halt dann lädt man natürlich eh wieder, aber muss dann halt gleich nach dem Wettkampf wieder back on track gehen. Das heißt, wir haben bewusst oder ich habe bewusst die Wettkämpfe so ausgewählt, dass sie relativ nah aneinander sind, damit ich erstens nicht ewig lange diäten muss und zweitens natürlich auch erstens den Spaß nicht verliere, weil ich schon oft gesagt habe, dass diese kürzeren Ziele, diese kürzeren Etappen für, sag ich mal, die Motivation sehr, sehr wichtig für mich sind und auch Bock bringen, weil ich mache eine Diät, um viele Wettkämpfe zu machen, um auf der Bühne zu stehen. Und deshalb habe ich mir auch 4 Wettkämpfe ausgesucht, die ich mache, wo ich teilnehme, wo ich vielleicht weiß, okay, bei dem einen oder anderen werde ich nicht zu 100% in Bestform sein, aber trotzdem gut performen und alles geben. Deswegen der nächste Wettkampf ist jetzt, heutiger Stand 12 Tage, wenn ihr das Video seht, 11 Tage. Geht es wieder auf eine nicht naturale Show. Das werdet ihr auch im nächsten Video dann erfahren, wo es hingeht, was der Plan ist, wie die Form gerade aussieht und was so vorangeht. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin alles geben und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Posing vom letzten Wettkampf an. Schon mal zu Beginn, was Stefan dann als Feedback gegeben hat, was ich im Prinzip nach dem Naturalwettkampf geschickt habe, ein Foto von mir, was im Prinzip auf der Bühne aussah, weil er auch danach gefragt hat, dass auf jeden Fall noch ein bisschen Volumen rein hätte gehen können. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich auf der Naturalbühne eigentlich fast
schlechter aussah als auf dem NPC-Wettkampf, obwohl wir gefühlt eigentlich definierter waren. Also ich weiß nicht, ob da in der Vorbereitung noch irgendwas falsch gelaufen ist, aber ich sah auf jeden Fall, finde ich, einen Tag vor dem Wettkampf selbst besser als auf dem Wettkampf selbst aus. Ist dann schwer zu sagen, woran es dann genau liegt. Das ist halt schwierig, genau zu dem perfekten Zeitpunkt in Topform zu sein. Das ist halt das Problem an Wettkämpfen. Aber wir nehmen es hin. Ich werde auf jeden Fall vorschlagen für den nächsten Wettkampf, weil da bin ich wieder ganz in der Früh dran, dass wir vielleicht sogar einen Tag früher beginnen zu laden, um wirklich dann vielleicht die zwei Tage nicht so viel laden zu müssen und es mehr auf drei Tage aufzuteilen, aber sicher halt in der Früh mit guter Form auf der Bühne zu stehen und prall zu sein und trotzdem definiert. Ja, vielleicht war ich dann am Ende des Tages schon ein bisschen wässriger, wie auch immer. Aber so hier in der Früh fand ich die Form eigentlich richtig gut. Aber ja, man sieht auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen Prallität und Fullness reingehen hätte können. Klar, ich bin nicht der muskulöseste oder der mit dem meisten Latt, das wissen wir. Aber ein bisschen mehr Prallität wäre vielleicht auch noch drin gewesen. Aber wir haben ja auch schon die Mahlzeiten erhöht und mehr Carbs reingenommen, als wir eigentlich geplant hatten. Aber vielleicht ist es auch noch mehr notwendig, weil für die NPC hat es auf jeden Fall gereicht, aber vielleicht bei dem Wettkampf war ich einfach schon leer gesaugt. Das kann man natürlich nie wissen. Wir haben jetzt 3 Stunden gewartet. Ich frage dich mal, ob ich beim Training schon drankommen kann oder ob es noch nicht notwendig ist, weil wie gesagt, ich habe auch noch wahrscheinlich 2 Stunden. Die lassen ja alle relativ lange Pausen. Also mal schauen, wie viele Vergleiche es dann gibt. Es sind wie gesagt nicht so viele Teilnehmer, aber es war jetzt auf jeden Fall keine schlechte Show. Es liegt ganz gut, aber die lassen halt wirklich ewig auf der Bühne stehen. Mal schauen, was bei den Männern auch gleich so ist. Jetzt glaube ich noch Frauen-Bikini und dann kommt hier die erste Männerklasse von Bodybuilding. Die haben wirklich auch bei den Mans-Physik-Athleten und bei den Bikini-Athleten hat irgendwie jeder nochmal einen eigenen Walk gemacht, obwohl der Walk im Prinzip schon war. Selbst wenn nur 2 Teilnehmer waren, haben die wirklich ewig posen lassen, was ich eigentlich ziemlich unnötig fand, weil in den meisten Fällen war es mehr oder weniger schon entschieden und die haben die dann trotzdem noch ewig auf der Bühne stehen lassen. Klar, ist es vielleicht cool für die als Erfahrung, aber trotzdem in meiner Meinung nach jetzt nicht so notwendig gewesen. Vor allem bei den Klassen, wo man jetzt eh nicht so viele Posen hat, dass die da ewig viele Runden machen. Klar, vielleicht konnten sie sich ein bisschen schwerer entscheiden, aber trotzdem ist man schon relativ lange auch in den Posen gestanden. Sieht man dann natürlich bei den Bodybuilding-Klassen auch, dass wir da viele Vergleiche hatten. Und war jetzt zum Beispiel bei der NPC-Show eine größere Überraschung für mich, weil man da wirklich extrem kurz auf der Bühne war, wenig Vergleiche hatte, man ist nicht lange in der Pose gestanden, die haben eigentlich schnell gesehen, okay, das sind die Favoriten, das nicht und weiter geht's. Das ist ein bisschen verarbeitete Schicht, machen wir jetzt schon. Was auf jeden Fall geil war bei dem Wettkampf, die Farbe war einfach komplett gratis. Normalerweise zahlt man da 140 bis 150 Euro, aber das war da auf jeden Fall inkludiert, das ist richtig krass. Auch wenn es mir persönlich irgendwie, also dieses Mal hat es mir nicht so gefallen, die Farbe an mir. Ich weiß nicht, ob es eine andere Farbe war oder ob mein Körper die Farbe einfach irgendwie anders aufgesaugt hat, aber ich sehe zumindest hier in dem Licht jetzt auf jeden Fall nicht so definiert aus, aber auch nicht so prall aus. Es war irgendwie ein bisschen bräunlicher, keine Ahnung, ob es ein anderer Ton war oder sonstiges, aber es war, weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen komisch. Da haben jetzt gerade noch meine Finger und Fußnägel gesäubert, damit die auch sauber bleiben, weil das ist da so hart. Das sieht man auch im Gesicht, das sieht eigentlich fast ein bisschen grün aus. Keine Ahnung warum, aber da sieht es am Körper auf jeden Fall wieder ein bisschen besser aus. Und damit die da nicht die nächsten Tage komplett braun sind, aber sonst die Farbe ist drauf. Warum sitzt halbwegs? Wir haben jetzt noch, weiß nicht, sicher noch 2,5 Stunden. Lege mich dann gleich nochmal hin und dann gibt es nochmal Glanz, Pump-Up, Gatorade, Salz. Vielleicht sogar noch eine halbe Mahlzeit und dann stehen wir hoffentlich gut auf der Bühne. Keine Ahnung, wie viele mit mir auf der Bühne dann gemeinsam stehen, werden wir dann sehen. Aber ich gebe auf jeden Fall alles. Ich wollte mich schon ansehen, aber es ist erst Lightweight dran, deswegen haben wir noch. Time for the pump, baby. Das mit dem Pump-Up habe ich aber, würde ich sagen, diesmal bei den Wettkämpfen echt gut hinbekommen. Also ich habe mich jetzt nicht flach gefühlt, habe relativ schnell auch einen Pump bekommen. Mir war nicht übertrieben kalt, weil 2021 war mir immer extrem kalt. Ich musste wirklich ewig aufpumpen, habe aber gefühlt auch keinen Druck reinbekommen. Dieses Mal ging es aber auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Und falls ihr auch mal ordentlich Druck reinbekommen wollt, hat bei ESN jetzt eine neue Aktion geschaltet. Das war die Bestseller Week, wo auf alle Bestseller 20% sind. Unter anderem Kreatin, das vegane Designer, Omega 3, auch Ashwa Pro, ich glaube Crank Pump Pro, Isoclear auch und genauso Aminos, denn es gibt auch neue Geschmackssorten. Also da auf jeden Fall zuschlagen, Code Paul maximal sparen. 20% auf alle Bestseller. Hier sind meine 3 Essentials, die eigentlich absolut für mich das Herzstück bilden und das Wichtigste sind. Kreatin macht euch stärker, gibt Prallität im Muskel, Omega 3, essentielle Fettsäure, die sowieso jeder braucht. Und Proteinpulver, einfach ein geiler Begleiter für Alltag und der hilft, den Proteinbedarf zu decken und nicht mehr wegzudenken ist für mich. Okay, dann checken wir mal die ersten Vergleiche ab. Hier sieht man auf jeden Fall, das ist, finde ich, meine gute Seite eigentlich. Also meine Beine kommen ganz gut, der Arsch ist definitiv nicht so gestreift wie von dem linken.
Aber ich finde, was mein Teile-Schulter-Verhältnis angeht, sieht es auf jeden Fall besser aus als beim linken. Aber sein Arsch ist halt deutlich gestreifter. Und der Drittplatz, also der Zweitplatzierer vor mir, weil der rechts, hat jetzt auch nicht so einen gestreiften Arsch, aber der hat einen schönen Oberkörper, hat eine gute Linie, hat eine gute Brust, hat eine sehr, sehr starke Schulter da, wie man sieht. Und sieht definitiv auch gut aus. Von hinten bin ich eigentlich mit dem Posing auch sehr zufrieden. Ich kriege meinen Rücken gut raus, mein Beinbeuger kommt gut definiert, aber der Arsch ist halt auch nicht zu 100% streifig. Der rechts neben mir spannt sowieso nicht an. Der zweite Platz, da sieht man auf jeden Fall mehr Kontur im Po, aber dem fehlt es auch an Rücken. Hat aber auch einen guten Beinbeuger und der links außen, der erstplatzierte, hat auf jeden Fall die meiste Kontur im Po, hat es aber dafür auch keinen crazy Rücken. Aber ja, da sieht man auch, dass er einen schönen Schwung im Quad hat. Also ja, die Rückansicht gewinnt er auf jeden Fall ganz klar. Von der Seite finde ich mich auch ziemlich massiv. Da kommt vor allem mein Quad ganz gut und auch meine Brust eigentlich ziemlich stark. Der Erstplatzierte hat halt einfach da im vorderen Oberschenkel auch nochmal mehr Kontur. Aber vom Taille- und Oberkörperverhältnis gefällt es mir persönlich, bei mir natürlich auch besser. Also klar, man lobt sich vielleicht immer ein bisschen mehr. Aber muss halt sagen, seine Beine sind auf jeden Fall definiert. Aber im Oberkörper nimmt sich da, finde ich, nicht viel. Und von der Ästhetik und von der reinen Physik her würde ich sagen, dass ich da einen Ticken vorne bin. Und auch wenn man jetzt im Line-Up schaut, hat der Erstplatzierte eigentlich in den vorderen Oberschenkel ziemlich, ziemlich wenig Kontur. Der rechts daneben steht ein bisschen komisch. Der hat in den vorderen Oberschenkel auch nicht so viel Kontur, eine sehr breite Hüfte. Also vom Frame her hat der in der Mitte auf jeden Fall den besten Frame, weil er hat einfach breitere Schultern im Vergleich zu seiner Taille, hat einen schönen ausladenden Quad, aber jetzt auch nicht extrem krass definierte Beine. Also hier ist, finde ich, die Entscheidung von vorne jetzt nicht so eindeutig. Hier sieht man auch, wie lange wir stehen mussten. Das war mindestens 10 Sekunden lang, weil ich im Prinzip das Vakuum natürlich nicht halten konnte so lange. Da zieht der in der Mitte sehr, sehr schön ins Sixpack. Also die Pose geht auf jeden Fall an ihn. Auch wenn meine Beine gut kommen, habe ich halt einfach zu wenig Latt. Bringe den da vielleicht doch schwer raus. Was ich vor allem beim Posing geübt habe, ist mich im Prinzip nach vorne zu lehnen, um halt runter zur Jury zu schauen. Deshalb wirkt es vielleicht auf der Kamera auch meistens nicht so geil, weil die natürlich meistens auf einer Höhe ist. Aber ich versuche vor allem für die Jury, mich nach vorne zu lehnen, weil die ja weiter unten sitzen. Was ja auch eigentlich Sinn macht. Wirkt aber hier auf jeden Fall so, als hätte ich absolut kein Latt. Ich habe auch relativ wenig Latissimus. Aber es sieht hier, würde ich sagen, auch noch mal ein bisschen schlecht aus. Die steht der in der Mitte auf jeden Fall am schönsten. Aber seine Beinkontur fehlt halt, finde ich, ein bisschen. Aber von dem Frame und von seinem Bauchmuskeln sieht die sehr, sehr stark aus. Genauso bei Lat Spread, die gewinnt auf jeden Fall der in der Mitte. Der holt seinen Lat sehr, sehr schön raus. Ich habe da immer ein bisschen Probleme. Wie gesagt, ich versuche ja, mich nach vorne zu lehnen. Man sieht aber, meine Schultern sind ein bisschen zu hoch. Ich stehe nicht optimal. Die Beine sind zwar mehr oder weniger durchgespannt, aber den Lat kriege ich trotzdem nicht so zu 100% optimal raus. Vor allem jetzt, wenn man dann länger dasteht. Da auch nochmal schön das Bein zwischengespannt. Muss sein. Auch natürlich dementsprechend einfach kurzer Posing-Switch, damit es auch erholender ist, wenn man einfach so zwischendurch noch mal was anderes macht. Und da stehe ich jetzt sowieso ein bisschen schief. Der eine Brust ist nicht angespannt. Ja, ist auf jeden Fall nicht meine beste Pose. Da sieht man auf jeden Fall, dass mein Oberschenkel gut am Start ist. Und ich finde, der Erstplatzierte hat da jetzt nicht viel Kontur im Oberkörper. Also ja, sein Po ist gestreift. Bei mir ist der Po angespannt, aber halt nicht gestreift. Aber dafür halt im Oberkörper mehr Kontur. Ja gut, seine Schulter kommt auf jeden Fall auch sehr gut. Also ja, da geht die Pose vielleicht auch noch an ihn. Ich würde sagen, von der Muskelmasse natürlich habe ich da ein bisschen mehr. Aber vom Framing her sieht der rechts außen da auch sehr, sehr gut aus in der Sidechest. Der hat zwar, sag ich mal, schlechtere Beine, aber seine Schulter, seine Brust kommt wirklich gut von dem ganz rechts außen. Deswegen, ja, das waren auf jeden Fall die Top 3, kann man schon so sagen. Also die Top 3 geht für mich so in Ordnung, dass sie im Prinzip
so ausgewählt wurden. Was die Platzierung jetzt angeht, kann man sich drüber streiten. Das ist sowieso subjektiv, deswegen natürlich immer schwer zu sagen. Aber ich versuche es einfach nur hier anhand der Posen für mich auch zu bewerten und zu schauen, was kann ich besser machen, wie hätte ich mich besser hinstellen können, um vielleicht mich noch besser zu platzieren. Aber ja, hier sind wir sicher auch 10, 15 Sekunden gestanden. Die gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut, aber man sieht, der Erstplatzierte hitte die richtig, richtig gut vom Oberkörper her. Also er hat eigentlich, würde ich sagen, eine klassische Classic-Physik-Frame. Sehr, sehr schöne, schmale Teile, breiten Oberkörper, dreht den schön an, aber ihm fehlt halt auf jeden Fall an Beinen. Also sein Bein ist gefühlt, sag ich mal, ein Drittel weniger als von meinem. Dafür dominiert halt der Oberkörper ganz klar. Ja, und dann wurden wir nochmal so ein bisschen durchgeswitcht. Hier stehe ich die Doppelbizeps auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Liegt vielleicht auch daran, dass ich neben einer anderen Person stehe. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ich bei den Posen auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf habe. Ich habe auf jeden Fall viel geübt. Es war aber für mich dann auch ungewohnt, dass ich jetzt doch deutlich länger auf der Bühne gestanden bin, als ich eigentlich damit geplant habe oder gerechnet habe. Und ich werde auch jetzt zum kommenden Wettkampf natürlich wieder weiterhin üben, weiterhin versuchen, alles zu verbessern. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir haben ja wirklich versucht, alles rauszuholen. Ich habe alles gegeben, mich am Wettkampftag bestmöglich zu präsentieren. Das Wichtigste für mich in dieser Prep war wirklich, auf dem Wettkampf selber Spaß zu haben, eine geile Show zu haben, eine gute Diät abzuliefern, trotz der Umstände im Prinzip alles versuchen rauszuholen. Und da kann ich mir auf jeden Fall absolut nichts vorwerfen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist. Mit Stefan hat in der Kommunikation auch alles super funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut, vor allem dank Camilla und David auf den Wettkämpfen dann selbst im Prinzip am Start bin. Ich dachte, da ist viel mehr Unsicherheit. Ich dachte, ich krieg's dann gar nicht hin, aber es hat doch sehr, sehr gut geklappt. Und ich war mega zufrieden, wie die Wettkämpfe selber eigentlich abgelaufen sind vor Ort. Also die Planung und das alles rundherum hat super geklappt. Und ich hoffe, dass wir das für die nächsten beiden Wettkämpfe auch nochmal gut hinkriegen werden und vielleicht nochmal mit einer besseren Form auf der Bühne stehen werden. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um den Latten ein bisschen mehr rauszuholen, um die Posen besser zu hitten. Und ich hoffe, ihr seid natürlich mit dabei. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke, genießt den Abend noch weiterhin. Genauso wie ich jetzt. Ich gehe jetzt erstmal Cardio machen, weil the show must go on. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.